my unmatched perspicacity, coupled with sheer indefatigability, makes me a feared opponent in any realm of human endeavor. Tonight's show is brought to you by the new U.S. government, improving the arts by severely limiting them. Mr. Pickles' Funtime Abortion Clinics. We'll bring out the kid in ya. I smell lunch. One more and we're out of here, baby doll. All right. Globochem, we own everything so you don't have to. Gentlemen, this isn't gonna work anymore. Außerdem bemerkte er, wenn wir schon besetzen, dann planen wir gleichzeitig auch das Ende der Besatzung mit ein, sodass wir uns nach Übernahme durch die Zivilbehörden zurückziehen können. Die Lage ist insofern sehr ernst, als wir davon ausgehen müssen, dass praktisch in allen Parteien Deutschlands sogenannte Einflussagenten sitzen, wie wir sagen in Nachdenkzeiten. Das ist ein sehr unfreundlicher Ausdruck, aber das ist wahrscheinlich die Realität. Und ich habe in meiner Zeit als Abgeordneter zwischen 87 und 1994 durchaus studieren können, wie in meiner Fraktion einzelne Leute ganz eindeutig die Interessen der USA und der NATO vertreten haben und nicht die des deutschen Volkes, wie ich meinte. Und dass sie auch ganz enge Beziehungen und Bezüge hatten. Ich war mit einem zusammen, den man ganz anders einordnete, nenne ich auch jetzt keinen Namen, zuständig für Rüstungsexportkontrolle. Und dann habe ich mich gewundert, dass der immer viel bessere Informationen hat als ich. Und die konnte er gar nicht haben, wenn er nicht angeschlossen war an Geheimdienste, nicht unseres Landes, sondern eines anderen. Natürlich haben die Amerikaner amerikanische Interessen in Europa. Aber es sind die Europäer, die es zulassen, dass die Amerikaner ihre amerikanischen Interessen hier durchsetzen. Wir müssen uns selber auf die Beine stellen und sagen, was wollen wir hier in Europa? In einer emanzipierten Art und Weise, in einer Art und Weise auf Augenhöhe gegenüber anderen Playern. Und das ist nicht der Fall. Wir selber müssen uns diese Antwort geben. Wir haben riesen Herausforderungen, demografisch, sozial, all diese Dinge. Der Wirtschaftskrieg, der uns auch trifft. Wo kommen die Rohstoffe her? Das wird nicht einfach vorbeigehen, dann braucht es Kraftanstrengungen. Und der einzige Gewinner an diesem Streit sind im Augenblick die Amerikaner. Denn seitdem der Ukraine-Krieg läuft, werden auf einmal alle Wachverstärken ihre Armeen und die Amerikaner liefern, überall Waffen hin. Die amerikanische Industrie hat den Vorteil und die Europäer, die sie an den Sanktionen beteiligen, haben den Nachteil. Höre ich da Kritik an den Sanktionen? Finden Sie das falsch, wie der Westen reagiert? Ich halte die Sanktionen für idiotisch. Wenn Sie Sanktionen verhängen, dann ist das ein Giftbecher, den Sie weiterreichen, von dem Sie aber immer die Neige selber austrinken müssen. Seitdem es die Sanktionen gibt, sinkt die amerikanische Inflationsrate von Monat zu Monat und unsere steigt von Monat zu Monat. Seitdem die Sanktionen gelten, ist der Rubelwert gegenüber dem Dollar gestiegen, der Eurowert gegenüber dem Dollar gesunken. Nun zählen Sie das mal zusammen. Wer hat Vorteile und wer hat Nachteile? Schließlich war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Sie wissen, in vier Sektoren aufgeteilt. Amerikaner, Briten, Franzosen und Sowjets. Daher formalisierte die Sowjetunion die Beendigung dieses Besatzungsstatus. Aber die Vereinigten Staaten taten es nicht. Streng genommen, formal und rechtlich, befinden sich amerikanische Besatzungstruppen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Tatsache, es gibt viele davon. Und die deutschen Politiker selbst sagen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein souveräner Staat im wahrsten Sinne des Wortes gewesen sei. Das sage nicht ich, das sagen Prominente, das möchte ich betonen, nicht russisch orientierte, sondern deutsch orientierte Politiker. That was the voice of the Kremlin, or rather one of its voices. In den nächsten Wochen berichten wir über die Zeit der Besatzung in der amerikanischen, in der britischen, in der sowjetischen und in der französischen Zone. Die Alliierten hatten auf ihren Konferenzen die bedingungslose Kapitulation Deutschlands beschlossen. In den Planungsstäben wurden diese Beschlüsse ausgeführt und für den Tag X vorbereitet. Als der Tag der Befreiung da war, lasen die Deutschen auf Plakaten der Besatzungsmächte: Deutschland wird nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt,
sondern als eine besiegte, feindliche Nation. Die Lage im zerbombten, ausgehungerten Deutschland sah weitaus schlimmer aus, als die für die Besatzung ausgesuchten Offiziere erwartet hatten. Vor allem der amerikanische Militärgouverneur merkte bald, wie schwer es ist, mit den Direktiven aus Washington zu leben. Sehen Sie nun den ersten Teil aus unserer Serie Besatzungszeit in Deutschland. Sie wollten nicht lange bleiben. Als wir in Deutschland einmarschierten, gab es so gut wie keine Verwaltung mehr. Die Regierung in Berlin war völlig auseinandergebrochen, hatte die Kontrolle über das gesamte Land völlig verloren. Durch unsere Entlassung aller Nazis gab es selbst keine örtlichen Verwaltungsdienststellen mehr. Wie Sie wissen, befanden sich auch die Post, die Bahn und alle anderen öffentlichen Einrichtungen in chaotischem Zustand. Und so mussten wir alles aus dem Nichts heraus organisieren. Die Vollmachten der Sieger waren ebenso total wie die Niederlage der Besiegten. Bereits auf ihrer Konferenz in Casablanca 1943 hatten sich Roosevelt und Churchill darüber verständigt, den Krieg nur durch eine bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands zu beenden. Besiegelt wird diese bedingungslose Kapitulation schließlich 1945 in zwei getrennten, beklemmend wirkenden Zeremonien. Am 7. Mai unterschreibt in Eisenhowers Hauptquartier in Reims der deutsche Generaloberst Jodl. In der Nacht vom 8. auf den 9. signiert Generalfeldmarschall Keitel in der Befehlszentrale des sowjetischen Marschalls und Berliner Oberers Schukow, einer Villa in Berlin-Karlshorst. Bis heute wird so das Kriegsende in West und Ost verschieden datiert. In Europe. Der Krieg in Europa ist vorbei, lauten die Schlagzeilen in Amerikas Hauptstadt Washington. Hitlers Deutschland ist besiegt, doch Japan, der Gegner Amerikas im Pazifik, kämpft noch immer verbissen. Schon länger hat man sich in Washington, wenn auch sehr entgegengesetzte, Gedanken darüber gemacht, was mit den geschlagenen Deutschen anzufangen sei. Einig war man sich mit den Verbündeten, Deutschland dürfe nie wieder eine Bedrohung für den Weltfrieden werden. Für die US-Soldaten, die hier auf dem Gelände der früheren Reichsparteitage in Nürnberg Rast machen und dabei dem Größenwahn des Nazireiches begegnen, bedeutet der Sieg nur eines, so schnell wie möglich nach Hause. Und auch die politische Führung in Washington ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, spätestens 2 Jahre nach Kriegsende alle amerikanischen Truppen aus Europa abziehen zu können. Schon seit Anfang 1944 hatten die Westalliierten eine zeitweilige Teilung Deutschlands erwogen, bis zum Abschluss einer europäischen Friedensregelung. In der Europäischen Beratungskommission in London wurden seitdem die Einzelheiten einer Aufteilung in Besatzungszonen entwickelt. Ein damals Beteiligter. Es gab ein Protokoll über die Besatzungszonen, das in dieser Zeit ungefähr von Januar 1944 bis Mai 1945 ausgearbeitet worden war. Es gab eine Anzahl von Vorschlägen über die Zonen und tatsächlich sind die ursprünglichen Zonenvorschläge im Großen und Ganzen angenommen worden. Das heißt Aufteilung in eine Ostzone, eine Nordwest- und eine Südzone. Im Prinzip ist man sich eigentlich schon recht früh einig gewesen. Aber es gab einen Konflikt darüber, wem die Nordwestzone zugeschlagen werden sollte. Weil Churchill absolut entschlossen war, diese zu übernehmen und Roosevelt überzeugt war, sie sollte von den USA verwaltet werden. Erst bei der Konferenz von Quebec im Jahre 1944 gab es in diesem Fall eine endgültige Entscheidung zwischen den Briten und Amerikanern. Im Kriegsministerium war eine Abteilung für Zivilverwaltung eingerichtet worden, die dem Generalstab unterstand und die für die Vorbereitung dieser Pläne verantwortlich zeichnete.
Ich gehörte damals zu dieser Armeeabteilung im Pentagon. Als der Direktor dieser Abteilung, Generalmajor John Heldring, vom Generalstabschef General Marshall angewiesen wurde, die Planung für befreite und besetzte Gebiete zu übernehmen, sagte mir General Heldring, soweit ich mich erinnere, dass General Marshall ihm gesagt habe, wissen Sie, was Ihre Aufgabe als Direktor der Abteilung Zivilverwaltung sein wird? Heldring antwortete, ich glaube schon. Marshall sagte darauf, Sie müssen sich vom ersten Tag an im Klaren sein, dass Sie keine Zivilregierung schaffen sollen. Er fuhr fort, die Besetzung Deutschlands und Japans, das war 1943, bedeutet Verantwortung. Dies aber wird eine Verantwortung sein, die von der Armee zu tragen ist. General Marshall sagte weiter zu General Heldring, der dies gleich an mich weitergab, die Armee der Vereinigten Staaten ist bisher kritisiert, auch respektiert worden. Aber niemals war sie gefürchtet. Und der Grund dafür liegt darin, dass sich die Armee der Vereinigten Staaten noch nie mit der Administration von Zivilpersonen befasst hat. The Army of the United States has been criticized, it's been respected. But it has never been feared. And the reason it hasn't been feared is because the Army of the United States has never been in the business of governing civilians. Außerdem bemerkte er, wenn wir schon besetzen, dann planen wir gleichzeitig auch das Ende der Besatzung mit ein, sodass wir uns nach Übernahme durch die Zivilbehörden zurückziehen können. Von diesen sich entwickelnden Besatzungsplänen hatte der US-Finanzminister Morgenthau erfahren. Er betrachtete sie als viel zu milde Behandlung Nachkriegsdeutschlands. In eigener Initiative ließ er durch Beamte seines Ministeriums ein neues drakonisches Besatzungsprogramm ausarbeiten, das Deutschland auf den Status eines Agrarlandes reduziert hätte. Der sogenannte Morgenthau-Plan wurde im September 1944 in Quebec von Roosevelt und Churchill vorläufig gebilligt, später jedoch zurückgezogen. Als der Plan während einer Konferenz im Weißen Haus von Morgenthaus Assistenten Harry White erläutert wurde, war auch Botschafter Riddleberger anwesend. Harry White beschrieb diesen Plan. Er hatte eine Deutschlandkarte, in der eine Linie etwa vom Nord-Ostsee-Kanal bis zur Schweizer Grenze verlief, etwa so an Baden-Baden vorbei. Und dieser Teil wurde als der industrialisierte Teil Westdeutschlands bezeichnet. Der Rest Deutschlands war waagerecht in der Mitte geteilt. Der obere Teil war als Norddeutschland, der untere als Süddeutschland ausgewiesen. Ich warf einen Blick darauf und fragte Harry White, ob er sich an Provinzialgrenzen angelehnt habe. Aber er sagte nein, sie hätten nur die Linien gezogen. Ich könnte so ins Blaue hinein nicht sagen, wie viele Menschen in dieser sogenannten internationalen Zone leben würden. Ich glaube, er hatte etwas eingezeichnet. Aber als grobe Schätzung würde ich sagen, etwa 25 bis 30 Millionen. Weil das Ruhrgebiet mit eingeschlossen war und natürlich die Saar. Alle diese Gebiete, also die Teile Deutschlands mit der Schwerindustrie. 25, 30 million, because it included the entire Ruhr area, and of course the Saar, all that part, the heaviest industrial region in Germany. And I said, but what do you propose to do? Ich sagte, was wollen Sie denn damit anfangen? Er erklärte, diese Gebiete würden total auseinandergenommen. Die Kohlenbergwerke würden geflutet und alles würde in einen rein landwirtschaftlichen Teil Deutschlands umgewandelt. Der Rest Deutschlands würde in zwei deutsche Staaten aufgeteilt, denen jeglicher Handel mit den Industriegebieten untersagt werden müsse. Ihr betretet Deutschland. Fraternisieren verboten, wurde den Boys aus den Staaten eingehämmert.
Morgenthaus' Plan der äußersten Demütigung der Besiegten war zwar erheblich abgemildert worden, doch empfand man diese Deutschen amerikanischerseits noch immer wie Aussätzige, bedrohlich noch in ihrer Niederlage. Sofort mussten sie, unter Androhung schlimmster Strafen durch die Besatzer, ihre verbliebenen Waffen abliefern. Sie taten das auch ohne Druck, denn viele Deutsche sahen in den Amerikanern nicht Feinde, sondern Befreier, die Hoffnung verkörperten. Den Menschen fehlte es an allem, selbst am lebensnotwendigen Wasser. Die Leitungen waren zerstört. Hier in Nürnberg wird Wasser eimerweise von amerikanischen Rotkreuzeinheiten zugeteilt. Die Besatzer der Stunde Null in Deutschland entsprachen, Morgentau hin, Fraternisierungsverbot her, ihrem nationalen Ruf, in erster Linie Pragmatiker zu sein. Sie sahen die Not der Bevölkerung, sie sahen die zerbombten Verkehrswege und griffen zu. To make things work again, um die Dinge wieder ins Rollen zu bringen. Doch auch die Besatzer hatten zu jonglieren zwischen mitgebrachten antideutschen Vorurteilen, den Einsichten in das Notwendige und, fast deutsch, ihrer eigenen Bürokratie. Die Obrigkeit hieß jetzt Militärregierung. Die Grundlagen für ihre Tätigkeit waren in einer allgemeinen Verwaltungsdirektive für die US-Zone, hier Bilder aus dem amerikanisch besetzten München jener Tage, zusammengefasst worden. Dieses Dokument, erstellt in Washington, schrieb den Besatzern bindend vor, welche Deutschlandpolitik sie zu betreiben hatten. Es wurde als Generalstabsdirektive 1067 bezeichnet. And this is some of their ammunition. America is a nation that can be defined in a single word. I was in foot, him, foot, foot,